Veranstaltung angemeldet für das Aktionsbündnis A100 Stoppen und ich bin außerdem bei Changing Cities aktiv. Wir von A100 Stoppen fordern keinen Weiterbau der A100 vom Treptower Park durch Friedrichshain bis zur Stocker Straße. Keine Autobahn quer durch dicht besiedelte Wohngebiete und das im 21. Jahrhundert. Dieser Wahnsinn muss aufhören. In diesem Sinne, hopp, 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 A100 Stopp! Hopp, 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 A100 Stopp!
Aktivistin des Aktionsbündnisses 100 Stoppen spreche ich zunächst über die Autobahn 100 auf der anderen Seite Berlins. Dort ist der 17. Bauabschnitt geplant, der durch Treptow, Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg gehen soll. Er wird viele Clubs zerstören, wird Wohngebiete trennen und eine Menge Lärm und Schmutz für Anwohner bringen. Geplant wurde das in den 1950er Jahren. Wir lassen uns nicht foppen. A100 stoppen. Nun, bei uns in Berlin wird auch eine Autobahn gebaut. Ihr wisst das alle, die A100 zum Treptower Park ist die teuerste Autobahn Deutschlands. Ein einziger Meter dieser Autobahn kostet 200.000 Euro. Trotzdem wird die A100 gebaut. Wer Klimagerechtigkeit meint, muss radikale Verkehrswende sagen. Nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern jetzt, hier und heute. Die fetten Autojahre sind vorbei. End Cars. Mindestens, aber also stand das eine gigantische Leistung, jetzt während der Corona-Krise über 30.000 Unterschriften zusammenzubekommen, damit wir hier überhaupt Klimabürgerräte in Berlin bekommen, die nochmal ganz anderen Schwung in die Debatte bringen. Vielleicht doch mal wie Hands up für Klimaneustart. Ja, vielen Dank.